das Glas und das. Aha. Das ist ein bisschen. Das ist klar, aber gut. Ja. Gesund. Gesund, ja, das glaube ich. Ja. Benediziere heißt Gott um Segen bitten. Das Wort vom Lateinischen her heißt Gutes sagen. Und das wollen wir heute für diese Hütte, für dieses Zen-Haus, aber auch für die Menschen, die hier erhoben sind, für Mensch und Tier, die den Sommer hier verbringen, für alle, die hier arbeiten, aber auch für alle, die hier Erholung und Ruhe suchen. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich, die Leute aber standen am Ufer. Und er sprach so lange zu ihnen in Form von Gleichnissen. Das Zen-Haus zu errichten, auch dann werden wir merken, es braucht vieles. Man muss planen, man muss organisieren. Man merkt auch, dass gewisse Vorstellungen einfach nicht aufgehen, dass das so ist, wie diese Samen, die in Dornen oder auf unfruchtbaren Boden fallen. Dieser Rauch aufsteigt und doch die Landschaft erfüllt, so soll auch Gottes Segen diese Landschaft, diese Bergwelt erfüllen, dass davon Gutes ausgeht. Für Mensch und Vieh. Wir jetzt unsere Alpe Brongen segnen, dann willst du Gott uns Gutes zusagen. Ich bin bei euch in dieser wunderbaren Schöpfung. Ich bin bei euch im Staunen über diesen schönen Fleck der Welt. Ich bin mit euch, wenn ihr mit eurer Händearbeit Gutes schaffen könnt und wenn sich andere Menschen daran stärken und freuen können. Allmächtiger Gott, wir bitten dich, segne dieses Salz. Du hast dem Propheten Elisha geboten, schalgewordenem Wasser durch Salz wieder Kraft zu geben. Gewähre, dass wo dieses Salz durchwirkte Wasser ausgesprengt oder wo dieses Salz verwendet wird, dein Heiliger Geist zugegen sei, alle Anfechtungen abwende und uns durch seine Kraft behüte. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Dass Maria eine Bitte.
schauen wir die Wanderer und die Urlauber an, die diesen Sommer hier so manche schönen Augenblicke erleben werden und für ihren Alltag hier aufdanken. Wir vertrauen dir die Verantwortlichen an, die hier und europaweit das Auge, Ohr und die Hand auf der Entwicklung unserer Alpwirtschaft haben. Wir vertrauen dir diese Sommerzeit an mit ihren guten und schweren Tagen, mit ihren Freuden und Sorgen. Ich möchte jetzt eine Gelegenheit nutzen, zum modernen Danke sagen, die in unserem Sendhaus mitgeschafft haben. Es hat angefangen, auch wenn sie nicht da sind, mit der Lanzenbrecher dafür, für die Agrar, die doch bewiesen hat, dass sie flexibel sind kann, dass man vom ersten Kontakt weg bis zur Fertigstellung in knapp 3 Monaten eine Sennerieeinrichtung mit dem Käsekehr herbringen kann. Also denen wirklich immer ein grosser Dank, dass das so gut funktioniert hat. Den Glaube hat die Firma Josef Eberle für heute so am sonntigen Dank verdient. Auch wenn es ihnen da ein bisschen pressiert hat. Josef ist alle drüber geblieben. Und was verrückt für ihn ist, wenn er sieht, das ist am Donnerstag, ist es am Donnerstag, dann hat sie am nächsten versprochen, er hat einfach vorgehabt. Dort möchte Josef und seine Männer vielen Dank schon sagen.